Ja, die Bilanzfälschung ist die Zwillingsschwester der Statistikfälschung. Ja, wenn ich im Grunde genommen über das Aushebeln der Bilanzwahrheit bei den Unternehmen, ja, entziehe ich ja im Grunde genommen allen volkswirtschaftlichen Statistiken erstmal die Grundlage. Ja. Das heißt, wenn die Input-Grundlage nicht mehr stimmt, dann habe ich genau das, was bei vielen Statistiken ins Desaster führt. Ich habe Garbage in, Garbage out. Wo ich Müll reinstopfe, kommt auch Müll wieder raus. Und dass Müll reingestopft wird, dafür hat die Politik natürlich gesorgt mit ihrer Bilanzfälschung. Und ich kann dann sagen, ja, angeblich wächst die Wirtschaft wieder. Das ist nur ein Trugbild. Das ist im Prinzip ein Selbstbetrug, der da betrieben wird. Ja? Ich habe mich sowieso gefragt, wie das geht, nachdem im zweiten Quartal die Wirtschaft in Deutschland um über 10% geschrumpft ist, dass man uns dann ein paar Wochen nach Ende des zweiten Quartals schon erzählt hat, übers Jahr gerechnet würde die Wirtschaft nur um 5% schrumpfen. Also der wurstige Umgang unserer politischen Klasse mit der Mathematik ist ja eine Sache. Aber dass mittlerweile etliche wirtschaftswissenschaftliche Institute den gleichen wurstigen Umgang mit den Gesetzen der Logik und der Mathematik pflegen, das hat eine ganz einfache Ursache. Sie werden von der Politik bezahlt. Ja, das sind keine Ökonomen mehr, sondern das sind bezahlte Ökonomiedarsteller. Was die betreiben, hat mit Ökonomie so viel zu tun, wie die Astrologie mit Astronomie zu tun hat oder die Alchemie mit Chemie oder die Quacksalberei mit Medizin. Ja, das sind keine Ökonomen, das sind Leute, die die Gesetze der Logik schon bei der Formulierung von Theorien über Bord werfen. Ja, also die Modern Monetary Theory, das ist nichts anderes als ein Aberglaube. Ja, also es spricht jeder ökonomischen Logik komplett hohn. Ja, also wenn die jetzt die Zinsen erhöhen würden, wären alle Staaten sofort bankrott und es würden die 25% Zombie-Unternehmen auch sofort in die Insolvenz, in die Zahlungsunfähigkeit gehen, auf der Stelle. Ja, und es würde zu einem Kollaps der Produktion kommen. Der kommt sowieso. Nur, dass der Unterschied ist, dass in einem Fall er am Ende einer krisenhaften Entwicklung kommt, die Zentralbank nicht aufhalten kann. Und im anderen Fall kommt er als Ergebnis einer Einzelmaßnahme der Zentralbank bei dem Versuch, das Ruder rumzureißen. Und da sagt die Zentralbank, lieber lasse ich es sozusagen das Unvermeidliche auf mich zurollen, dann halt ein paar Quartale später, als dass ich dann dafür bestraft oder gekreuzigt oder beschuldigt werde, ich wäre es gewesen, indem ich die Zinsen erhöhe. Mhm. Ja, das heißt, die Zentralbank ist Gefangener ihrer eigenen Politik. Das hätte sie vor einigen Jahren noch machen können. Da hätte sie ja auch eine Wirtschaftskrise raufbeschworen. Aber die wäre im Vergleich noch milde verlaufen. Die wäre auch schlimm geworden. Sicher wäre es mal mit erheblichen Wohlstandseinbußen hergegangen. Aber es hätte die Ungleichgewichte bereinigt. Und es wäre nicht eine große Depression geworden. So wird es, nachdem man es jetzt fast 15 Jahre lang vor sich hergeschoben hat, und wenn es in den nächsten 12 Monaten knallt, dann sind es praktisch 15 Jahre, ja, hat man die Ungleichgewichte zu einem Maß aufgestaut, wo es nicht einfach eine Rezession oder eine kleine Depression wird, sondern es wird eine wirtschaftliche Großkatastrophe. Und umso länger die Zentralbank es schafft, den Offenbarungseid zu vermeiden, der letzten Endes eine Insolvenzverschleppung ihrer selbst und der Politik, die sie trägt, ist und auch eine Insolvenzverschleppung unserer Regierung ist, umso länger sie es schafft, es nach hinten rauszuschieben, umso schlimmer wird die Sache. Denn mit jedem Quartal, dass die Sache weitergeht, stecken sich mehr gesunde Unternehmen bei den Zombies an, werden die Ungleichgewichte größer, werden mehr Unternehmen ruiniert, werden mehr Existenzen ruiniert. Also ich kenne persönlich mindestens 30 Mal so viele Menschen, deren Existenz ruiniert worden ist, wie ich Personen kenne, die überhaupt auch nur jemanden kennen, der sich mal mit Corona infiziert hat. Ja? Jetzt mag ich vielleicht nicht repräsentativ sein, keine Ahnung. Aber ich schaue mir das an und ich weiß, wenn diese Krise zur Entfaltung kommt und entfalten wird sie sich, dann wird kein Stein auf dem anderen bleiben und schon gar nicht diese Zentralbank. Ja, was sind denn die Alternativen, beziehungsweise gibt es denn keine Möglichkeit, das System nochmal zu retten? Wieso soll ich denn einen Tumor retten? Also dieses System ist ein Tumor am volkswirtschaftlichen Körper des Kontinents. Ja. Er sorgt dafür, dass die Ungleichgewichte ständig neu entstehen und gibt ständig Krankheitssignale statt richtige marktwirtschaftliche Signale in das System hinein. Er ist ein Schaden für das System, solange er existiert. Warum soll ich den retten wollen? Ja, den größten Teil seiner Existenzzeit, die der Euro existiert, jetzt die 20 Jahre, zwei Drittel dieser Zeit musste er gerettet werden. Mhm. Und Geld, das man retten muss, ist eigentlich kein Geld. Und das erkennen die Menschen ja auch. Deswegen sehen wir zum Beispiel in allen Währungen weltweit, dass Gold auf einem fast Allzeithoch steht. Deswegen sehen wir, dass Menschen in limitierte Werte investieren, die durch Natur oder durch Mathematik limitiert sind. Ich meine, Bitcoin haben wir vorhin schon erwähnt, aber auch Aktien, Immobilien und so weiter. Und dieser Crack-Up-Boom, dieser Melt-Up wird natürlich weitergehen. Umso mehr Geld die Notenbanken drucken, umso mehr werden wir eine Inflationierung der verschiedenen Assetpreise sehen. Wobei Aktien natürlich im Moment insofern problematisch sind, als
Wenn wir wissen, dass mindestens 25% der Unternehmen über die Wupper gehen und ich in Aktien stark investiert bin, dann weiß ich, da werde ich auch massive Verluste erleiden. Aber andererseits sage ich, es gibt antizyklische, resiliente Branchen und es gibt Unternehmen mit einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja? Und insofern empfehle ich ja immer zu sagen, vorsichtig mit Aktien, aber in einem gewissen Umfang gehören sie trotzdem noch ins Portfolio. Und zwar deswegen, weil man über einen sehr langen Zeitraum betrachtet, damit immer über große Krisen gekommen ist. Ähnlich wie mit Gold. Ja, also auch Grundstücke und so weiter. Man darf es nur nicht zu teuer einkaufen und man darf nicht die falschen einkaufen. Und deswegen ist da Vorsicht an der Bahnsteigkante angesagt. Aber die Flucht aus dem Geld, die findet ja im Grunde genommen schon statt. Ja. Die Blasen an den Märkten, an den Realmärkten, sind ja im Grunde schon der Ausdruck der Flucht aus dem Geld. Absolut. Also in dem Moment, wo die Zentralbank an die große Unternehmens- und Bankenrettung zu dieser schreiten muss, in dem Moment ist es eigentlich so, dass das System am Ende ist. Mhm. Es ist sehr schwer zu sagen, wie schnell sich diese Hyperinflation entfaltet, aber dass es sich entfalten muss, da habe ich eigentlich nicht den geringsten Zweifel dran. Wenn man sich mal anschaut, wie war es 1923? Mhm. Es gab zwischen 1914 und 1922 eine expansive Geldpolitik, die im Grunde genommen erst herangezogen wurde, um den Krieg zu finanzieren. Klar. Dann herangezogen wurde, um die Niederlage zu finanzieren. Dann herangezogen wurde, um die Revolutionswirren und ihre Folgen zu finanzieren. Dann herangezogen wurde, um die Weimarer Republik wieder, der Weimarer Republik wieder einen ökonomischen Kickstart zu geben. Und all das hat diese Reichsmark ausgehalten. Das muss man sich mal geben. Und Ende 22 war es ja so, dass Deutschland zwar keine gesunde Wirtschaft hat, aber sie hat leidlich funktioniert. Sie hatte eine starke Montanindustrie, die immer noch den Krieg überstanden hatte. Und als dann 1922 das Deutsche Reich seinen Reparationsforderungen an Frankreich nicht mehr nachkommen konnte, weil einfach kein Gold mehr da war, genau, ja, haben die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt, um sich da, wie sie sagten, schadlos zu halten. Mhm. Und dann sind die Mitarbeiter der Unternehmen im Ruhrgebiet in den Streik gegen die Besatzung getreten und die Reichsregierung hat gesagt, das ist eine patriotische Tat und die müssen wir unterstützen und deswegen drucken wir jetzt wieder frisches Geld, diesmal für die Streikkassen der Arbeiter. Und dann hieß es damals, das wird zu Inflation führen und die Antwort war, nein, das wird nicht zu Inflation führen, weil schaut doch mal Leute, wir haben den ganzen großen Krieg mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Den großen Krieg, den Krieg, der größer war als alle zuvor in der Weltgeschichte, den haben wir mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Und ihr wollt uns erzählen, dass ein kleiner Streik im Ruhrgebiet jetzt zur Hyperinflation führt, nachdem bisher nichts passiert ist oder so gut wie nichts passiert ist. Und der Rest ist ja Geschichte. Ja? 6 Monate später hat der Dollar 4,2 Trillionen Reichsmark gekostet. Und die Kernfrage ist doch, wie schnell geht das? Von welchen Bedingungen hängt das ab? Wenn man sich die Situation Venezuela, Argentinien, Zimbabwe im Vergleich anschaut, da hat es länger gedauert. Allerdings gab es da auch keinen Krieg vorher. Das heißt, die produktiven Grundlagen der Volkswirtschaft waren nicht mit dem gleichen Tempo ausgehöhlt worden. Das ist bei uns wahrscheinlich auch nicht der Fall. Wir haben immer noch produktive Reserven. Die Gebäude stehen alle noch. Ja, die Ausbildung der Mitarbeiter ist immer noch da, selbst sogar die Energieversorgung ist noch da, obwohl die abhängig davon ist, dass wir eine zahlungsfähige Währung haben. Also das wird noch ein Spaß, wenn wir mit unserer Währung nicht mehr in der Lage sind, Energieimporte zu bezahlen. Also dann wird es erst richtig lustig. Dann wird es spannend. Ja? Aber es ist schwer zu sagen, wie schnell sich dann die Inflation von zweistelligen zu dreistelligen zu vierstelligen Raten davon galoppiert. Da wage ich keine Prognose zu geben. Aber ich glaube, wenn sie erst mal zwei- bis dreistellig wird, also wenn es erst mal die 10% übersprungen werden, dann wird die Panik in der Politik relativ schnell nach oben gehen und sie wird auch in der Bevölkerung relativ schnell. Die Hyperinflation alle eine Gemeinsamkeit aufweisen. Und diese Gemeinsamkeit ist die Loslösung der Geldmenge von den Produktionskapazitäten. Und wenn die Geldmenge einfach wächst und die Produktionskapazität nicht mitwächst, dann kann das nur so lange gut gehen, wie die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes immer weiter sinkt. Und deswegen hofft ja natürlich, dass die EZB, dass immer mehr Geld in aufsteigende Blasen fließt. Aber das macht diese Blase, das macht diese Assets nicht wirklich wertvoller, es macht sie nur teurer. Mhm. Und das heißt, sie setzt im Grunde genommen drauf, dass die Rasierklinge, auf der die ganze Wirtschaft entlang balancieren soll, immer nur schärfer wird und trotzdem nie durchschneidet. Also das ist eigentlich die Hoffnung, die sie hat. Wir sind erst über einen Berggrat gewandert. Und dann sind wir über einen immer schmaler werdenden Grat gewandert. Dann sind wir über eine Messerklinge gewandert. Und jetzt wandern wir über eine Rasierklinge. Und jetzt versucht die EZB sozusagen, uns davon zu überzeugen, dass es egal ist, wie scharf diese Rasierklinge in Zukunft noch wird, wir auf diese immer unser Gleichgewicht halten können. Das ist natürlich ein vollkommener Blödsinn. Ja? Die Wahrheit ist, Sie wissen ganz genau, dass die Mechanik der Inflation was mit Geldmenge zu tun hat, was mit Umlaufgeschwindigkeit zu tun hat und was mit Produktion zu tun hat. Und wir haben eine galoppierende
Geldmengenvermehrung, jedenfalls auf der Zentralbank-Geldmengenseite. Ja. Wir haben gleichzeitig jetzt eine stagnierende Umlaufgeschwindigkeit, die jederzeit umschlagen kann, wenn das Vertrauen erstmal weg ist. Ja, und wir haben eine kollabierende Produktionsbasis. Das hatten wir übrigens 1923 auch, die kollabierende Produktionsbasis. Die kam nämlich auch durch den Streik zustande. Denn was heute China ist, oder bis vor kurzem war, nämlich der Ausgangspunkt unserer Produktionsketten, war damals das Ruhrgebiet. Die gesamte deutsche Wirtschaft war davon abhängig, dass im Ruhrgebiet die Montanindustrie funktioniert und alle mit Stahl und Stahlprodukten und allem, was dran hing, beliefert hat. Und wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann ist alles ins Rutschen gekommen. Von der Bauindustrie über die Marineindustrie bis zur erwachenden Automobilindustrie. Einfach alles. Ja? Und dieser Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette, den stellt heute China dar. So. Und genau wie damals, ist auch heute dieser Ausgangspunkt im Grunde genommen sehr schwer beschädigt. Die Lieferketten sind beschädigt. Und entgegen dem, was behauptet wird, sind diese Lieferketten auch lange nicht repariert. Sonst hätte VW nicht immer wieder Produktionsstillstände durch Teilemangel. Ja, wie man das überall lesen kann. Ja, was natürlich nicht groß verkündet wird, aber es tröpfelt immer wieder hier und dadurch die Nachrichten, dass die Produktion wieder wegen fehlenden Teilen eingestellt werden musste. Und das reicht ja, wenn ein oder zwei entscheidende Teile fehlen. Das müssen noch nicht mal besonders große und wichtige sein. So. Und das sind die perfekten Zutaten für den perfekten inflationären Sturm. Und die kann man anrühren und sagen, da wird schon nichts passieren. Ja? Ich kann auch Nitroglycerin auf den Boden fallen lassen und sagen, da wird nichts passieren. Ich sehe es wie du. Also die Deflation, die kann ziemlich lange gehen. Aber die Hyperinflation, die kommt relativ schnell. Und wir sehen es ja jetzt schon in allen Notenbankbilanzen. Wir sehen ja die Geldmenge, also M1, wächst stetig exponentiell. Die Umlaufgeschwindigkeit, also die geht dann wirklich sozusagen eigentlich konträr in den Keller weltweit. Und wenn das switcht, dann geht's ratzefatz. Das haben wir in Argentinien gesehen, wo das ganz flink ging. Aber jetzt auch in der Türkei sehen wir schon die ersten Tendenzen. Das sieht man dann eigentlich relativ schnell. Und das kann irgendeine Sache sein. Irgendeine Güterverknappung, die irgendwas auf irgendein Produkt auslöst, wo die Leute sagen, es muss jetzt gekauft werden, auf Teufel komm raus. Und wenn das eine breitere Güterklasse ist, wie zum Beispiel Lebensmittel, dann wird es ganz schnell schwierig.